Du hast ja vorhin eingangs gesagt, damit einhergeht ja jetzt nicht nur die Forderung nach einer besseren Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern daraus resultiert dann auch eine pro-israelische Haltung. Natürlich, und zwar, weil man muss es so sehen, also so überhaupt die Entstehung Israels, also die Idee des Zionismus, die ist entstanden, also Herzl hat eigentlich das Buch der Judenstaat aus seinen Erfahrungen mit dem Antisemitismus in Europa verfasst. Das war damals Dreyfus-Affäre, war bei ihm aktuell. Ne? Und deswegen ist ja praktisch Israel, also praktisch ist so, war eine geschichtliche, historische Notwendigkeit einfach, dass es einen Ort gab, wo die Leute wirklich sich selbst verteidigen können, wenn denn was ist und so. Also, und das ist ja bis heute so, dass wenn du jüdisch bist, dann kannst du da ganz bürokratisch, egal von wo du kommst, kannst du da halt hin und kannst da einreisen und kannst da leben. Also diese zwingende Notwendigkeit, die gilt es als allererstes mal zu akzeptieren. Denn wenn das schon mal akzeptiert werden würde, dann wären wir, glaube ich, schon ein gutes Stück weiter. Wie stehst du denn dazu, wenn jetzt die Palästinenser sagen, sie wollen ihren eigenen Staat haben? Das ist ja gerade ganz aktuell in den Medien. Würdest du sagen, nein, Israel... Hast du dazu eine Meinung? Ich habe dazu eine Meinung, allerdings ist die noch nicht ganz fest. Vom Prinzip fände ich es natürlich, Frieden wäre das Beste, was da passieren könnte. Das mal ganz außer Acht gelassen. Allerdings ist es ja gerade so, dass zum Beispiel, also gerade irgendwie die Hamas ist dort sehr stark und die haben bis heute in ihrer Charta stehen, dass Israel von der Landkarte getilgt gehört. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine israelische Regierung, die seit Jahren nichts anderes tut, als die Palästinenser mit allen Mitteln zu unterdrücken, ihnen die Wasservorräte zu kappen, die Nahrung zu kappen, sie hinter einer Mauer zu verschanzen. Ja, hinter einer Mauer verschanzen. Seitdem sind die Selbstmordattentate um wie viel? Um 80% oder 90% zurückgegangen. Ja, man soll mal jemand sagen, irgendwie, die wäre sinnlos? Also das war meiner Meinung nach eine Notwendigkeit. Ich würde auch diese Mauer definitiv, damit genießen sie meine Solidarität, keine Frage. Aber auch da müsste man doch fragen, warum gibt es überhaupt Selbstmordattentäter? Ja, natürlich. Und wieso greift jemand zu diesem letzten Mittel, um sich in die Luft zu springen? Genau, warum greift man da durch? Woher kommt das? Genau das ist nämlich, und das wird hier immer gerne gesehen, das sind die armen Opfer, die halt praktisch sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Und das ist falsch. Dass dann, wie gesagt, ich will auch nicht jede Scheiße irgendwie in Schutz nehmen, aber ich kann da viele Sachen einfach sehr, sehr gut verstehen. Ne? Irgendwie. Und gerade auf der anderen Seite ist es so, dass da wirklich nicht nach rechts und links geguckt wird, sondern wirklich, da geht es darum, Juden zu töten. Und zwar so viele wie möglich und so effektiv wie möglich. Und sowas genießt natürlich, also mit sowas kann ich mich überhaupt nicht, dafür habe ich kein Verständnis. Ich merke, es ist ein Thema, was dich sehr erhitzt. Vielleicht gehen wir mal rein und kühlen uns ab. Ist für mich wirklich ein sehr wichtiges Thema und auch ein sehr, also ich finde es ja auch ein interessantes Thema. Für mich auch im Übrigen. Wir haben da nur nicht dieselbe Meinung zu. Wobei ich mich jetzt nicht anti-israelisch, um Gottes Willen, da würde ich mich nicht bezeichnen. Also ich würde es auch nicht lesen, übrigens, wenn man da nicht die Meinung teilt. Es ist ja gut zu diskutieren. Vorne mit dabei, weißt ja immer, was geht. Immer drinne, immer heil. Glaubst du überhaupt an die etablierte herkömmliche Politik? Nein, überhaupt nicht. Also so, kannst du ja kaum. Nee, also, tue ich auch nicht. Also so, ich glaube, dieses Jahr werde ich wirklich, ich habe überlegt, am Sonntag, cheers, wirklich das erste Mal wählen zu gehen. Also ich gehe schon immer hin, aber ich habe in der Regel immer alle gewählt. Was heißt das, immer alle gewählt? Also ein großes Kreuz über alle gemacht. Aber ich bin wirklich, ich glaube, ich wähle dieses Mal und zwar nicht nur irgendeine Partei, sondern die Partei. Also so, die finde ich ziemlich geil. Sonneborn, großartig, Titanic, war ich schon immer Fan. Deutscher Herbst 2010. Fünf Jahre hat es jetzt gedauert. Aber jetzt ist es endlich soweit. Terrorismo, das Video, im nächsten Jahr im Internet. Bist du jemals in der Partei gewesen? Nee, nie. Als lustigerweise als 12-Jähriger oder so, 12, 13, war ich kurz bei so einer frisch gegründeten grünen Jugendgruppe, worauf die dann sofort, nach zwei oder drei Wochen, wurde die wieder aufgelöst, weil alle, die da drinnen waren, viel zu radikal waren und der Typ, der eigentlich sozusagen uns
so ein bisschen anleiten sollte, halt, hatte keine Chance. Deine Eltern, wie haben die das damals empfunden? Waren das nicht harte Kämpfe? Meine Mutter fand das oft sehr, sehr schlimm. Also ich werde nie vergessen, als ich nach der Asylgesetzänderung nach Hause kam, nach dieser Demo, da hat es ja richtig gescheppert so, da hat es gekracht wie Sau. Und meine Mutter hat halt dann geglaubt, mich im Fernsehen erkannt zu haben beim Steineschmeiß und war natürlich... War das so? Du weißt nicht, ob das warst, aber du hast Steine. Ich weiß keine Ahnung, also muss ich jetzt dazu nicht sagen. Aber meine Mutter war halt schwerstens empört sozusagen. Allerdings mein Vater kam zurück und hat das mit einem milden Lächeln quittiert. Der fand das zum Beispiel sehr gut, weil er auch massiv gegen diese Änderung gewesen ist. Kannst du kurz sagen, worum es in der Änderung ging? Also damals wurde eigentlich das, also früher hieß es einfach nur, politisch Verfolgte genießen Asyl. Das war, so hieß der Passus. Und der wurde dann um ganz viele Klauseln erweitert plötzlich. Also jetzt ist es ja so, wer über ein sicheres Drittland in Anführungszeichen einreist, der darf überhaupt nicht mehr, also muss hier nicht mehr geduldet werden, der kann sofort abgeschoben werden. Und damals war es, wie gesagt, wer irgendwie flüchtet und hatte einen politischen Grund, der darf hier bleiben. So. Und das wurde damals halt eigentlich de facto dann abgeschafft. Also es wurde praktisch, das hat den Grundstock dafür gelegt, das so aufzuweichen, um halt eine viel rigorosere Flüchtlingspolitik fahren zu können. Es war, also ich würde wirklich viele Sachen heute auch wieder so machen. Also ich würde wahrscheinlich gerade politische Sachen würde ich fast alles genauso machen. Machst du denn eigentlich noch was aktiv? Genau. Also jetzt ist eben, darauf wollte ich nämlich gerade kommen, weil jetzt ist halt der Unterschied, was ich jetzt noch mache und was ich aber machen kann, was mittlerweile halt wirklich gut möglich ist. Wir spielen halt wahnsinnig viel Soli. Also wir haben allein in den letzten Jahren, also in den letzten 3 Jahren, ich glaube jedes Jahr bestimmt zwischen 12.000 und 15.000 Euro für antirassistische Projekte, für Antifa-Gruppen und sowas eingespielt. Also das ist das, was jetzt, worauf sich jetzt mein politisches Engagement maßgeblich beschränkt. Also wir haben zum Beispiel für die medizinische Flüchtlingshilfe gespielt. Wir haben sind nach Mügeln gefahren, wo wirklich diese Hetzjagd da gewesen ist, haben für die jungen Kids dort gespielt. Ja? Und wir beziehen ganz klar Stellung halt auf der Bühne. Wie reagiert das Publikum? Hast du das Gefühl, dass deine Fans diese politischen Messages auch annehmen und weitertragen und selbst überzeugt sind? Oder kommen die eher zu deinen Konzerten? Natürlich kommen sie sowieso, weil sie ja, Musik geil finden. Aber es ist mir ehrlich gesagt, also es gibt schon viele, die dann halt auch da mitgehen, aber das sind mittlerweile also zum Teil Konzerte, also unser größtes dieses Jahr war auf dem Hurricane 7.000 Leute oder so. Nein, ne? Also so, die wollen feiern. Aber auch Festivals ja sowieso nicht. Aber ich tue das auch niemandem krumm nehmen, davon mal abgesehen. Weil ich sehe mich ja auch nichts, also so, obwohl wir viele politische Texte haben, obwohl sehe ich mich jetzt trotzdem nicht als, also ich will ein Konzert abliefern und bin kein Politiker und stelle mich nicht hin und mit dem erhobenen Zeigefinger, das ging mir schon als Teenager immer auf den Sack, wenn mir jemand mit dem erhobenen Zeigefinger gegenüberstand und sagte, du musst oder du sollst. Das ist Scheißdreck so. Ich finde es gut, wenn Leute dadurch sozusagen einen Anstoß vielleicht kriegen und sich überlegen, hey, sich mal mit Sachen auseinanderzusetzen, dann finde ich das gut, aber das ist für mich auch nicht zwanghaft. Also es darf durchaus, finde ich es auch okay, wenn Leute Egotronic hören, die das jetzt nicht so sehen. Was gestern noch cool war, interessiert dich heute kaum.